Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Ratten- und Gift-Bundle von Cone Gorilla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ratten und Gift von Cone Gorilla, das Ganze am 17. April erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir haben hier ein neues Bundle aus dem Hause No Return Records. Das Bundle besteht hier aus diversen Teilen. Zum einen haben wir hier diverse Sachen in Folie und zum anderen wurde hier noch ein Poster beigelegt. Dazu kommen wir noch. Als erstes holen wir mal die einzelnen Inhalte hier aus der Folie. Und zwar haben wir hier neben dem Poster auch noch diverse Sticker, das Album an sich und ein Shirt ist auch noch dabei. Was man dazu sagen muss, es gab dieses Bundle in zwei Varianten. Man konnte statt des Shirts auch einen Hoodie dazu nehmen. Ich habe mich für das Shirt-Bundle entschieden, aber wie gesagt, man hätte das Ganze auch statt dem Shirt mit einem Hoodie auswählen können. So, wir schauen mal, wo wir am besten aufschneiden. Das bietet sich an. So, dann holen wir mal das Album aus der Folie. Und so sieht das aus. Also, wir haben hier ein reguläres Jewel Case, Cone Gorilla No Return Records. Lesen wir oben links. Unten rechts dann den Albumtitel Ratten und Gift. Und genau das bekommen wir hier auch geboten. Also, es ist ein gezeichnetes Cover. Und wir haben hier eine Ratteninvasion, die hier scheinbar alle aus dem Kanaldeckel rauskommen und die ganze Stadt hier bevölkern. Gift sehe ich hier noch keines, aber Ratten ohne Ende. Auf der Seite das gleiche. Hier lesen wir auch nochmal Cone Gorilla, Ratten und Gift. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Tracks sind es geworden. Features sind mit dabei von Grigio Stalker, Derbe Street, Akkad, Grigio Stalker, Lev oder Liu, ich muss ehrlich sagen, dieses Feature sagt mir nichts, Lev und Vanessa Gentile. Okay, die Beteiligten und einen Barcode haben wir auf der Seite, hier unten noch die Logos. Dann schauen wir mal hinein. Das Album gibt es auch regulär, also ohne Bundle zu kaufen, rein nur die CD, deswegen auch der Barcode drauf. So, Booklet ist in diesem Fall so ein Einleger, zweiseitig, auf der linken Seite eine riesen Ratte. Und auf der rechten Seite nochmals die Tracklist und die Credits. Also, diese Personen hier waren beteiligt, die haben hier mitgewirkt. Und auf der Rückseite das Logo von Cone. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, auch hier wieder die große Ratte. Im Hintergrund die anderen. Und hier ebenfalls wieder die Ratteninvasion. Gut, so viel zum Album. Als nächstes haben wir diverse Sticker. Es ist ein Motiv. Und so haben wir das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Also 6 Sticker hier mit dabei. Und das Format ist quadratisch. Und wir haben dann hier so einen schwarzen Sticker mit silbernem Aufdruck. Und links gibt es einmal die Adresse zum No Return Shop. Rechts dann den Instagram-Namen von Cone. Und hier dann das Logo nochmal. Also dieser Gorilla, schwarz-silber und das Ganze ist auch so in einer Hochglanzoptik, schimmert auch so im Licht. Ja, 6 Stück quadratisch. Als nächstes das Shirt. Wie gesagt, gab es auch mit Hoodie. Ich habe mich halt in diesem Fall für das Shirt-Bundle entschieden. Das Hoodie-Bundle ist doch etwas teurer natürlich als das Shirt-Bundle. So, wir haben hier ein schwarzes Shirt und auch hier wieder der Albumtitel Ratten und Gift. Und hier sehen wir zum ersten Mal auch das Gift. Also, die Ratte hat hier scheinbar von dem Gift hier etwas abbekommen und deswegen stirbt sie hier. Sieht so aus, als wäre hier der Bauch aufgequollen, aufgeplatzt. Ja, ziemlich unschöne Art zu verenden. Auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz gehalten, also kein Neckprint. Und wir haben es bei dem Shirt zu tun mit einem Gilden Premium Cotton 100% Baumwolle Größe M
und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Zur Größe. Ich habe mich natürlich wieder für M entschieden, aber es gab das Ganze frei wählbar. Also je nachdem, was ihr für eine Größe bevorzugt, ich glaube von S bis XL oder XXL war da wirklich alles machbar. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch ein Poster. Das sieht so aus. Hier oben links wieder No Return Records, Cone Gorilla, Ratten und Gift. Dann das Artwork hier, das Cover im Querformat. Mit den ganzen Ratten hier drauf. Und das Poster ist auf der Rückseite weiß, bedeutet einseitig bedruckt und im Querformat. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir natürlich das Shirt, wie gesagt, Größe frei wählbar. Sticker, 6 Stück. An der Zahl, allesamt quadratisch in Schwarz und Silber. Und natürlich das Album an sich, Ratten und Gift, im normalen Jewel Case mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cone Gorilla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.